Zukunftsszenarien, Weltraumexpeditionen, Ritterturniere, das ist alles möglich im Beruf eines Game Designers. Heute schauen wir hinter die Kulissen solcher Fantasy-Welten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. Do you play video games? Yes, I play video games. Yeah. Could you tell us what kind of video games? Shooting, strategies, SLG, yeah, something like that. Do you thought about who designs these kind of video games? Yes, I think it's Ubisoft or some big game companies that is more attractive about the video and yeah, it looks more exciting. Do you know how the job of a game designer looks? Yes, quite tough because the mobile game launched so quick, so it worked so hard. And yeah. Okay. Do you think the game designer job is more of a boys kind of thing or like girls too? I think both way, because it depends on the games what you are going to design. Because for games for boys maybe more like shooting, fighting, yeah, something like this. But for girls they're more strong on the graphics. Yeah. Okay. Thank you, that's it. Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie so ein Videospiel überhaupt entsteht? Ja, tatsächlich habe ich gemacht, aber hauptsächlich, weil mich die Musik interessiert, die dahinter immer gespielt wird. Und dann denkt man darüber nach und dann kommt man auch irgendwann darauf, sich zu fragen, wie entsteht sowas überhaupt? Es gibt halt so einen Game Designer. Was glauben Sie, ist der Game Designer Beruf eher so für Mädchen oder eher für Männer und Jungs? Ich glaube, dass es ein ganz kreativer Beruf ist und ich glaube, dass sowohl für Jungs als auch für Mädchen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Moment noch mehr Männer gibt. Also mehr Jungs als Mädels, könnte ich mir vorstellen. Hier im Bremer Studio für Game Designer und jetzt sprechen wir mit einem Experten, was das Game Design angeht. Wenn man sich für Game Design interessiert, welche Talente muss man dann haben? Also es ist natürlich ganz wichtig, einen Sinn für Ästhetik zu haben. Man sollte kreativ sein, zeichnerische Fähigkeiten sind auch sehr gern willkommen. Ja. Braucht man irgendeinen besonderen Abschluss, wenn man Game Designer werden will? Also der mittlere Schulabschluss ist nötig und so Fächer, in denen man gut sein sollte, ist zum Beispiel Informatik, Mathe, Kunst. Okay, was ist denn so der Job von einem Game Designer so ungefähr? Also wir machen halt, wir designen das ganze Spiel, also die Umgebung, die Grafik, alles und auch, wir denken uns auch die Story aus, also was passiert im Spiel, worum geht's und ja.